E-Fuels sind ja derzeit in aller Munde. Deutschland diskutiert. Technologieoffenheit gegen Verbotskultur und Autodiktatur. Aber ist das überhaupt so? Hat sich nicht vielleicht die Elektromobilität bereits durchgesetzt? Können E-Fuels unsere deutsche Automobilindustrie noch retten? Diese Fragen diskutiere ich jetzt gleich mit dem Bestseller-Autoren und Journalisten Christoph Krachten. Davor wie immer der Hinweis und ein Dankeschön an den Sponsor, der dieses Video erst möglich macht. Bleibt dran, es wird sehr spannend. Tesla Welt wird euch von Shop for Tesla präsentiert. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör für euren Tesla. Alles, was das Herz begehrt. Und das Beste daran ist, ihr könnt damit auch diesen Kanal fördern und bekommt noch 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte. Link dazu findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Ich sitze heute mal zur Abwechslung hier wieder nicht alleine, sondern ich habe mir den Christoph Krachten eingeladen. Der ist Autor und Journalist und auch YouTuber und hat unter anderem zum Beispiel den Spiegel-Bestseller Tesla oder wie Elon Musk die Elektromobilität revolutioniert geschrieben. Hallo Christoph, schön, dass du da bist und dich heute hier mit mir über E-Fuels unterhalten möchtest. Ja, hallo David und vielen Dank für die Einladung. Das mache ich natürlich sehr gerne. Ja, du schreibst Bücher, das habe ich gerade erwähnt. Du kannst es ja mal zeigen, wenn du eins da hast gerade. Genau, super. Wenn das jemanden interessiert, das schreibe ich auch unten natürlich in die Shownotes mit rein. Da findet ihr dann einen Link, wo ihr das Buch bekommen könnt. Ich habe mir gedacht, wir reden heute mal über ein Thema, das derzeit sehr präsent ist, auch in den Medien und in der Berichterstattung. Und zwar, es geht um die E-Fuels. Das EU-Parlament, das hat ja endgültig eigentlich für das Aus des Verbrennungsmotors gestimmt. Und ab 2035 soll es eben keine Neuzulassungen mehr mit einem Verbrennungsmotor geben. Deutschland hat da dazu auch dafür gestimmt. Und jetzt kommt im Prinzip im Nachklapp der Ärger, weil nämlich sich zum Beispiel die FDP da sehr dagegen stellt und sagt, der Verbrennungsmotor, das ist eigentlich überhaupt nicht das Problem der Umwelt, sondern es ist in Wirklichkeit der Treibstoff und wir müssen doch unbedingt jetzt E-Fuels dazu produzieren und auch in großen Massen produzieren. Denn wir müssen ja technologieoffen bleiben. Das ist ganz wichtig und das wird so auch kommuniziert. Du startest gerade eine Petition dagegen. Vielleicht steigen wir mal da mit ein. Also wir sind noch mitten im Entstehen. Ich spreche gerade mit dem Volker Quaschning, der sehr nicht angetan ist von dieser Intervention, weil E-Fuels die haben eigentlich in PKWs nichts zu suchen, weil wir werden sie an anderen Stellen brauchen, im Flugzeugbetrieb, bei Schiffen und so weiter. Da werden sie dringend gebraucht. Da gibt's halt nur schwer Ersatz zu schaffen. Das kann vielleicht Wasserstoff noch sein. Das hat aber auch beide haben ein Effizienzproblem im Vergleich mit der Elektromobilität. Und damit, ich würde sagen, künstlich die Verbrennerflotte am Leben zu erhalten, das bringt nichts. Vor allen Dingen, wenn man auch mal durchrechnet, wie sich so langsam die Elektromobilitätsflotte entwickelt, also wie viele Elektroautos verkauft werden, da kann man dann sehr schnell ausrechnen, dass es 2035, wenn Verbrenner verboten werden, gar nicht mehr so viel Verbrenner auf den Straßen gibt. Und 5 Jahre später wird es so gut wie keine mehr geben oder 6, 7 Jahre. Und von daher macht das überhaupt keinen Sinn. Und deswegen wollen wir dagegen eine Petition starten, weil das ist wieder so Nebelkerzen werfen. Die Diskussion ist vollkommen abwegig, weil es verbietet ja niemand die Produktion von E-Fuels. Es geht darum, neue Verbrenner zu bauen und zu verbauen auch noch nach 2035, also neue PKW mit Verbrennermotor. Und das macht überhaupt keinen Sinn, weil Elektroautos, da wird auch wieder vorgebracht, das können sich ja die Privatleute nicht leisten. Elektromobilität wird ja wahrscheinlich immer deutlich teurer als Verbrenner sein. Das ist einfach auch mal kompletter Unsinn. Wir sehen, dass die Preise von Elektroautos sinken. Sicher hat es der Tesla etwas leichter, die zu senken, aber auch VW möchte ein Elektroauto für 25.000 Euro auf den Markt bringen. Das ist auch
eigentlich leichter, weil die Technologie ja nicht so komplex ist. Der Haken ist immer die teure Batterie, aber da gibt es ja auch viele, viele Entwicklungen, die diese Batterien in Zukunft billiger machen werden. Also es sieht danach aus, oder eigentlich ist es jetzt schon so, Elektromobilität ist viel billiger als ein Auto mit Verbrennermotor. Ein wichtiger Grund ist, oder mehrere, oder ein, zwei, drei wichtige Gründe sind, ein Elektroauto braucht viel weniger Wartung, es gibt keine Inspektionen, es gibt nicht so viele Teile, die kaputt gehen, und nach den jetzigen Erfahrungen hält ein Elektroauto ungefähr doppelt so lang wie ein Verbrenner. Sprich, es ist so oder so schon viel billiger als Verbrenner. Und diese, ich sag mal, das ist Populismus, sich da für die Verbraucher vermeintlich in die, für die Verbraucher vermeintlich in die Bresche zu springen, das ist einfach Kokolores, und das macht es so unerfreulich. Jetzt gibt es ja ganz viele Leute, die davon noch gar nicht überzeugt sind, dass sich die Elektromobilität durchsetzt. Das ist, wenn ich im Gespräch bin mit Nachbarn oder Bekannten, die jetzt da nicht in der Tesla-Bubble unterwegs sind, so wie ich, oder ja, Leute, die eben schon länger elektrisch fahren, für die ist das noch gar nicht klar. Für die ist das überhaupt nicht entschieden. Die warten zum Teil auf Wasserstoff, die überlegen sich, ja, also für die macht das diese Argumentation, glaube ich, erstmal schon Sinn, weil man, es hört sich ja so an, als würde man sich viele Türen offen halten, weil man ja erstmal abwarten muss, was dann überhaupt kommt. Vielleicht können wir kurz darüber sprechen, warum das so ist, wieso das so viele Leute noch nicht auf dem Schirm haben und warum sich die Elektromobilität, du hast gerade schon beim Preis schon gesprochen, eigentlich schon durchgesetzt hat. Ja, also für mich gibt es da einen ganz einfachen Grund. Deshalb habe ich auch zum Beispiel eine Programmbeschwerde beim ZDF gegen eine Dokumentation eingelegt. Es gibt halt, genau wie in der FDP diese Meinung vorherrscht, auch unter Journalisten eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, die der Ansicht sind, da wird dem kleinen Mann, der kleinen Frau, also Menschen, die nicht über ein hohes Einkommen verfügen, die Möglichkeit der individuellen Mobilität genommen. Und dafür werden wirklich Argumente an den Haaren herbeigezogen. Und davon gibt es in den Medien leider eine gewisse Überpräsenz an diesen Beiträgen, die ja einfach Verschwörungstheorien, muss man sagen, verbreiten. Und auch die FDP hat ja ein Gutachten erstellen lassen von ausgewiesenen Verschwörungstheoretikern. Das ist wirklich extrem befremdlich, wie die Diskussion da geführt wird und wie die Öffentlichkeit an der Nase herumgeführt wird. Das macht mich ein bisschen perplex, weil auch beim Wasserstoff ist es so, wenn wir da zu einer vernünftigen Wasserstoffwirtschaft kommen, was extrem komplex ist, der Tank alleine für ein Wasserstoffauto, der ist so komplex zu konzipieren und zu konstruieren, dass er teurer wird als eine Batterie. Also das macht auch keinen Sinn. Bei Wasserstofftankstellen haben wir das Problem, so eine Wasserstofftanksäule kostet ungefähr 1 Million Euro, eine Ladesäule 25.000, mehr oder weniger. Da gibt es wieder teurere und billigere Beispiele, aber es sind auf jeden Fall erhebliche Unterschiede in den Kosten. Wasserstoff kann man nur alle Viertelstunde an der Wasserstoffsäule tanken, weil der Zapfhahn einfriert. Man braucht für jede Wasserstofftankstelle eigentlich eine eigene Fahrzeug-LKW-Flotte, um die mit Wasserstoff zu versorgen. Also, und das sind keine Probleme, die man irgendwie lösen kann, weil das ist Physik. Und Physik kann man nicht ändern. Wasserstoff ist nun mal das kleinste Molekül, was wir haben auf unserem Planeten oder überhaupt im Universum. Das hält halt nur, ist nur sehr schwer zu speichern, das ist nur sehr schwer zu transportieren und das ist nur sehr schwer in PKW zu bringen. An jeder Stelle gibt es Energieverluste, schon die Produktion ist mit Energieverlusten behaftet. Und dann ist es ja auch, ein Wasserstoffauto ist ja nur ein Batterieauto, wo statt in der Batterie das eben als Wasserstoff getankt wird und halt zweimal schon alleine energetisch umgesetzt werden muss. Einmal, wenn es dann mal klimaneutralen Wasserstoff geben sollte, im Moment ist der das ja noch gar nicht, durch Elektrolyse muss also Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff verwandelt werden und am Ende muss das Ganze in der Brennstoffzelle im Auto wieder in Strom umgesetzt werden. Das ist einfach von der Energiebilanz her ja
einfach schlecht. Und wir sollten die beste Lösung nehmen, das ist Elektromobilität. Da landen dann 70-80% der Energie tatsächlich auf der Straße für den Vortrieb. Bei E-Fuels sind so 10-15% und bei Wasserstoff ist es in einem ähnlichen Bereich. Also Elektromobilität ist einfach die Technologie, die sich im technologieoffenen Wettstreit jetzt schon durchgesetzt hat, weil alle anderen Technologien sind ineffizient, zumindest für ein PKW, das muss man immer wieder sehen. Also Effizienz ist für dich das eine Argument und die Kosten sind sicherlich ein zweites Argument. Wenn wir uns jetzt mal die Zulassungszahlen anschauen, wie ist denn da der Stand der Dinge bei der Elektromobilität? Vielleicht können wir das auch mal ganz kurz nochmal erwähnen. Gut. Das meandert ja immer hin und her, aber wir haben ja jetzt zum Ende des letzten Jahres den Auslauf der Förderung gehabt. Und also die Verkaufsanteile von Elektroautos, die steigen ja kontinuierlich. Wir hatten, ich habe das mal durchgerechnet, dadurch bin ich übrigens auch auf die Anteile der Verbrennerautos dann 2035 an der Gesamtflotte gekommen. Die steigen stetig. Also wir haben einen Bestand 2022 von 1,3% gehabt. 2023 und der verdoppelt sich jedes Jahr. Das darf man nicht vergessen. Und wir haben letztes Jahr haben wir fast 20% Elektroautos als Anteil der Neuzulassungen gehabt. Und das steigt und steigt und steigt. Und da darf man eines nicht vergessen. Das ist eine exponentielle Entwicklung. Das heißt, umso mehr Elektroautos zugelassen werden, umso weniger Verbrenner gibt es. Das ist schon mal klar und da ist noch nichts exponentiell. Aber wenn es weniger Verbrenner gibt, wird es auch weniger Tankstellen geben, weil man nicht mehr so viel Tankstellen braucht. Was dann aber wieder dazu führt, dass die Menschen eher von Verbrennern, weil es auch mehr Ladesäulen gibt, auf Elektromobilität umsteigen. Und das beschleunigt sich immer weiter. Dazu kommt dann noch ein Werkstättensterben, weil man halt auch Werkstätten immer weniger braucht. Und man darf nicht vergessen, so ein Auto, wir haben jetzt 2023, hat eine Lebensdauer, ein PKW, Verbrenner, Diesel ein bisschen länger, aber so im Schnitt von 10 Jahren. Das heißt, alle Autos, die heute in Deutschland auf der Straße sind, zumindest ein riesiger Anteil, die wird es 2035 gar nicht mehr geben, sondern das sind alles Verbrennerautos, die in den nächsten 10 Jahren gekauft werden. Und das werden halt immer weniger. Und das wird dann immer weniger, exponentiell halt, weil das ganze Umfeld sich auch verändert. Und von daher ist jetzt schon abzusehen, dass sich die Elektromobilität durchsetzen wird. Ja, vielleicht mit den 10 Jahren, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Sind es nicht eher 20? Ich habe immer den Eindruck, die Leute fahren die Autos schon sehr, sehr lange. Und rechnest du diese 10 Jahre? Ist das quasi... Nein. Das sind Zahlen, die sind natürlich im Durchschnitt erhoben worden. Das ist, glaube ich, von irgendeinem Werkstättenverband die Zahl. Die haben einfach geguckt, wie alt sind die Autos, die in die Werkstätten kommen. Und wenn sie halt nicht mehr in die Werkstätten kommen, dann werden sie nicht mehr nicht repariert, sondern dann sind sie halt wirklich, dann kommen sie auf den Schrott. Es gibt natürlich Autos, die auch 20 Jahre genutzt werden oder Oldtimer 50, 60, 70, 100 Jahre. Das geht natürlich alles, aber im Schnitt hat so ein Fahrzeug halt eine Lebensdauer von 10 Jahren. Wenn es halt ein Handelsvertreter ein Auto fährt, das macht einfach wahnsinnig viele Kilometer und das ist nach wenigen Jahren hat das seine Lebenszeit erreicht. Also es sind im Schnitt halt 10 Jahre. Das sind die Zahlen und es gibt vielleicht noch, das sind die Zahlen. Alles klar. Wie schaut's denn mit den E-Fuels aus? Also ich verstehe irgendwie die Argumentation immer nicht so ganz, weil ich mir denke, das kann sich doch eigentlich jeder richtig ausrechnen. Und also erstens natürlich, was die Effizienz angeht, aber auch, was es denn für ein Aufwand wäre, hier für erstmal eine Infrastruktur zu schaffen und dann auch die bestehenden, den bestehenden Treibstoff sozusagen zu ersetzen. Hast du da einen Einblick, wie der Herstellungsprozess ist, was man da für einen Aufwand bräuchte, wie das Investment dafür aussieht? Also der Herstellungsprozess ist der, dass aus Wasser und CO2 in mehr oder weniger komplexen Verfahren eben verschiedene Treibstoffe gewonnen werden können. Das kann Benzin sein, das kann Diesel sein, das kann Kerosin sein. Dieses Verfahren wird immer weiter optimiert. Es gibt neue Ideen, wie man das machen kann. Es gibt zahlreiche Pilotprojekte. Das ist noch nicht ausbaldowert, wie aufwendig oder nicht unaufwendig das ist.
Da gibt es einige findige Köpfe, die immer wieder neue Methoden finden. Aber eins bleibt halt, es ist ein Verbrennertreibstoff. Und das bedeutet, selbst wenn der Aufwand geringer wäre, ist alleine der Energieaufwand im Verbrenner deutlich höher, als er beim Elektroauto ist. Dazu kommt, hier können wir das nicht machen, weil wir können uns vorstellen, dass sich die bayerische Regierung nicht dazu hinreißen lässt. Nehmen wir mal an, also es wäre nur 4 bis 5 Mal ineffizienter als Elektromobilität, 4 bis 5 Mal mehr Windräder in Bayern aufzustellen. Die wollen ja gar keine aufstellen, aber 4 mal 5 als wären wirklich nötig, wollen sie sowieso nicht. Die Idee ist ja, das Ganze in Chile zu machen. Also da, wo man einfach hohe Berge hat, die kann man vollpflastern mit Windrädern, da gibt's ganz viel Strom und dann stehen dann irgendwo im Tal oder auch in den Bergen die Anlagen und produzieren fleißig E-Fuels. Das ist eigentlich alles überhaupt nicht so kompliziert. Auch das Verteilsystem haben wir ja eigentlich hier. Wir haben Tankstellen, die können dafür genutzt werden. Nur die wird es immer weniger geben. Das wird nicht bedacht. Wenn wir 2035 nur noch die Hälfte der jetzigen Verbrennerflotte haben, oder sagen wir 3/4 hochgerechnet, was aber mit Sicherheit nicht der Fall sein wird, dann wird es deutlich weniger Tankstellen geben. Das heißt, das System wird auch immer, ich sag mal, reduzierter. Irgendwann wird es schwierig, einigermaßen komfortabel mit einem Verbrenner von A nach B zu kommen, weil es keine Tankstellen mehr gibt. Und das ist das entscheidende Problem bei E-Fuels. Deswegen wird man sie für andere Dinge nutzen müssen. Ansonsten ist das die ewige Diskussion, dass es diese Technologieoffenheit nicht gäbe, die ist einfach falsch. Es gibt die Technologieoffenheit, aber auch diese Unternehmen, die E-Fuels, vielleicht nicht alle, aber viele von denen sagen, ja, uns ist das egal, wir hängen nicht an den PKW, wir wissen, dass die E-Fuels an anderer Stelle massiv gebraucht werden und auch den Investoren ist es komplett egal, weil die an anderer Stelle auf jeden Fall gebraucht werden und Punkt. Und deswegen die Diskussion mit PKW und Verbrennern macht eigentlich nur einen Sinn, wenn man vermeintlich im Interesse der Industrie denkt, nämlich dass die deutsche Autoindustrie einen großen Vorsprung hat bei der Entwicklung von Verbrennermotoren, nicht bei denen der von Elektromotoren dass man das halt noch rüber retten will über 2035. Aber das Ganze hat für mich ein Riesenproblem, weil die Vorstandsetagen glauben dann, dass sie mit Verbrennern auch noch 2035 Geld verdienen können. Gerade zum Beispiel in Südamerika, aber gerade baut Elon Musk eine Tesla und zwar eine riesige Tesla-Fabrik in Südamerika oder in Mittelamerika, in Mexiko, wo aber mit Sicherheit Südamerika mit beliefert werden soll, weil sie dort das möglichst preiswerte Elektroauto eben für 25.000 € produzieren wollen. Und dann wird der südamerikanische Markt überschwemmt. Man darf ja nicht vergessen, und wir wissen das als Elektroautofahrer, so ein Elektroauto ist wahnsinnig, hat viele Vorteile gegenüber einem Verbrenner. Alleine was die ganzen Kosten. Ich habe ein Auto, das ist jetzt 120.000 Kilometer gelaufen, da ist noch nichts Großes dran gewesen. Ja, frag mal jemand, der einen Verbrenner hat mit 120.000 Kilometern. Ich musste auch noch keine große Inspektion bezahlen. Ich habe tausende Euros gespart und das wird so weitergehen. Noch wahrscheinlich 675.000 Kilometer. Da kommt ein Verbrenner nicht mit. Und das wird sich halt auf Dauer, so funktioniert es ja zum Beispiel bei Tesla. Die haben ja nie groß Werbung gemacht. Das lief immer per Mund-zu-Mund-Propaganda. Und auch diese Leute werden erreicht werden. Und von daher glaube ich, das ist im Moment echt ein Sturm im Wasserglas. Das bringt keinen weiter, außer dass noch ein paar Jahre verpennt werden. Und nicht umsonst kam ja aus dem Audi-Vorstand mal das Statement, ja, ob es Audi in 10 Jahren noch gibt, das wissen wir nicht. Und das ist wirklich, das ist eine realistische Einschätzung. Und wenn da Firmen weiter auf Verbrenner setzen, dann ist das ein Problem. Der Hintergrund ist, oder einer der Hintergründe ist, im Moment laufen unfasslich viele Porsche 911 vom Band in Stuttgart. Die verdienen damit Milliarden. Und wenn man in so einer Situation ist, ist es wahnsinnig schwer vorstellbar, wie man ohne das Milliarden verdienen will, weil der 911er eben dann nicht mehr mit Verbrennungsmotor fährt. Und das ist immer das Problem. Wenn ein Geschäft wahnsinnig gut läuft, wird man nie den richtigen Absprungpunkt schaffen. Dann wird man
wird das halt, auch da geht die Entwicklung halt exponentiell nach unten. Auch die 911er werden dann auch schon vor 2035 deutlich weniger gefahren werden und deutlich weniger verkauft werden. Aber das sieht halt heute noch keiner und das ist so ein bisschen das Problem. Jetzt frage ich mich immer, warum die Automobilindustrie das nicht sieht. Ja? Also du hast es gerade gesagt, okay, die machen damit noch mit einigen Modellen noch sehr viel Geld im Moment, aber ich denke mir, die müssen doch eigentlich auch sehen, wie die Zulassungszahlen bei der Elektromobilität nach oben gehen. Und zwar, wie du es schon sagtest, exponentiell. Das verdoppelt sich eigentlich die ganze Zeit. Und so nach und nach ändert sich auch so der Ton im Gespräch. Ja, wenn man so mit anderen Leuten mal redet, die sagen, na gut, ich will jetzt vielleicht meinen Verbrenner noch ein bisschen weiterfahren, aber eigentlich so das nächste Auto, ne, da denkt so fast jeder schon ja irgendwie über ein Elektroauto nach. Und dieser Trend, das verstehe ich immer nicht, wie der verschlafen wird, ja, oder warum da überhaupt noch eine Argumentation dann stattfindet. Jetzt, gut, kam diese E-Fuels-Story auch immer so ein bisschen von Porsche, hatte ich den Eindruck, oder zumindest kam es so in den Medien rüber. Ich weiß nicht genau, wie jetzt alle anderen Automobilhersteller dazu stehen. Aber mich wundert das irgendwie, dass die da überhaupt noch sich dagegen kämpfen. Also, ich habe noch ein anderes Buch geschrieben, da spielt das eigentlich bei allen Themen eine Rolle. Die meisten Menschen, oder noch mal anders angefangen, als ich mit Video im Internet angefangen habe, also auch zu überlegen, das zu machen, da haben mir alle Leute gesagt, ja, das funktioniert ja nicht. Die Rechner sind ja zu langsam, um Videos klein zu rechnen, damit sie im Internet laufen. Und die Internetleitung und das Mobilfunknetz, die sind ja zu langsam. Da habe ich gesagt, ja, aber ey, guckt euch doch bitte die... Und das heißt, das so argumentieren, ich sag mal, vielleicht 80% der Leute. Das ist ja alles immer gleich, es ändert sich nichts. Aber es ändert sich ja was. Und jetzt gibt es welche, vielleicht nochmal 15%, die wissen, okay, das verändert sich, das geht nach oben. Ja, und die denken dann aber auch gerade nach oben. Und es geht eben nicht gerade nach oben, es geht exponentiell nach oben. Und dazu ist nur eine Minderheit der Menschen in der Lage, dieses Exponentielle zu sehen. Das ist bei allen neuen Entwicklungen so, sei es das Internet, Zitat, ja, das geht wieder weg, oder das Pferd, Kaiser Wilhelm II. Hat gesagt, ich werde nie Auto fahren, ich werde immer reiten, und so weiter. Bei allem, niemand kann sich vorstellen, dass sich wirklich unsere Welt, siehe jetzt auch, das habe ich in diesem Buch, das Per Aufzug in Weltraum heißt, das ist bei Rowohlt erschienen, erzählt, niemand kann sich vorstellen, dass sich unsere Welt rasant ändert. ChatGPT ist so ein Beispiel. Wenn ich vor einem Jahr jemand gesagt hätte, und 2023 wird es einen Sprach-Synthesizer KI geben, die in der Lage ist, wirklich Texte zu schreiben, wo du annehmen könntest, sie sind von einem Menschen, sei es was die Art der Formulierung und was die Komplexität der Inhalte angeht. ChatGPT ist ja sogar in der Lage, Programme zu programmieren. Das ist wirklich unglaublich, was diese Software kann. Das hätte vor einem Jahr noch keiner gesagt. Und das gilt für alles. Niemand kann das voraussehen. Der ehemalige Daimler-Vorstandschef Edzard Reuter hat 2015 über Tesla gesagt, und da gab es das ja schon fast 15 Jahre, Tesla. Tesla, das ist ein Witz. Und das zeigt, wie, wenn bei Tesla hat Daimler ja investiert, und Daimler hat gesagt, das war das beste Investment, was wir je gemacht haben, als sie ausgestiegen sind. Also sie hatten tiefen Einblick in die Firma. Sie hatten ganz tiefen Einblick. Sie haben es nicht verstanden. Und das ist das Problem. Und ich glaube, was noch ein kleines Problem ist, die Boni hängen nicht von der langfristigen Entwicklung ab. Der Blume wird jetzt riesen Boni kriegen, wenn er so viel 911er verkauft. Und da wird er natürlich in den Sitzungen sagen, verkaufen 911er wie warme Semmeln. Warum sollen wir das aufhören? Dann müssen wir doch dafür sorgen, dass wir die weiter produzieren können. Und da wird jeder sagen, ja, da hast du recht. Und er wird eben nicht sagen, ja, aber du musst doch sehen, dass die Entwicklung exponentiell ist. Das heißt, die Elektromobilität wird den Verbrenner verdrängen. In so einer Sitzung wird das keiner sagen. Ich habe schon, vielleicht kennst du das auch, an Sitzungen teilgenommen. Da steht ein riesiger Elefant im Raum. Alle kennen den, alle wissen, dass es ihn gibt.
aber keiner traut sich drüber zu reden. Und so wird das, also ich kann es mir ja nur vorstellen, ich weiß es nicht, so wird das sein. Und das ist ja nicht bei allen so, aber bei einigen ist es so. Ich war schon, was weiß ich, bei der IG Metall, bei dem der Tagung der Autoingenieure, die übrigens eigentlich das alle wissen und die an ihren Vorständen verzweifeln. Oder ich war beim Gesamtbetriebsrat von Opel. Da gibt es schon den einen oder anderen, der auch sagt, ja, das wird ja nicht und überhaupt und Lithium und Wasserverbrauch und hast du nicht gesehen, weiß nicht was. Aber die Leute, die Entscheidungen treffen, wissen eigentlich in der mittleren Ebene genau, wo der Hase langläuft. Ich glaube, in der oberen Ebene wissen sie es nicht. Oder für sie ist es wirklich, siehe Daimler Investment, das ist für mich so ein klassisches Beispiel. Das kann doch nicht sein, dass sie das alles nicht gesehen haben. Wie kann das sein? Weil viele Außenstehende haben es ja gesehen, was da passiert. Und ja, es hat irgendwie keiner gesehen. Und das Zweite, glaube ich, ist es wirklich halt sind die Boni. Die kriegen halt Geld für kurzfristige Erfolge. Wie erfolgreich ist Porsche oder VW in den nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren? Und fertig. So, und nicht, was passiert in 10 Jahren. Und wenn das in 10 Jahren hier zusammenkracht, kriegst du die Boni alle wieder abgenommen. Nö, die haben sie dann prima zur Seite geschafft und die Firma geht dann nach dem Bach runter. Das ist denen dann aus persönlichen Gründen relativ egal. Das ist jetzt eine böse Unterstellung, aber es ist ja menschlich. Wenn ich Geld für etwas kriege, wie ich kurzfristig viel die Firma in hohe Ertragssituationen bringe, dann ist das alles positiv und ich kriege eben mehr Ertrag und dann werde ich auch dafür sorgen. Aber ich möchte, also das Nächste, was ja passieren wird in 2, 3 Jahren, ist, Tesla überholt alle Autohersteller weltweit. Also VW, darf man nicht vergessen, die haben ja mal 10 Millionen Autos im Jahr produziert. Das ist jetzt, liegen jetzt bei 4,6 Millionen. Also die Hälfte. Die verdienen wahnsinnig viel, weil sie die Preise nicht senken müssen. Sie haben halt so ein geringes Angebot. Die Wartezeiten sind lange. Sie können die Listenpreise verlangen. Aber sie werden halt, und das kann man ja auch an einem kleinen Finger ausrechnen, sie werden ganz große Probleme damit bekommen, dass Tesla so preiswert Autos produzieren kann und auch bei so einem kleinen Auto, was ja ein großes Problem ist, noch eine hohe Gewinnmarge macht. Da kommt VW nicht hin und das ist existenzgefährdend und eigentlich müssten sie es sehen. Es tut mir leid, dass das wieder nicht gesehen wird, weil dann müsste man wirklich, und Trinity war ja so eine Idee, da das Steuer rumzureißen und dass das abgesagt worden ist, das ist, halte ich für sehr tragisch. Ja, das sehe ich auch so. Deine Zahl von 4,4 Millionen von VW, ist das von letztem Jahr oder ist das eine aktuelle 4,6 Zahl? 4,6 ist 2022. Das haben sie jetzt vor kurzem veröffentlicht. 4,6, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Das sehen sie aber nicht als Wahnsinn, weil sie so viel Geld verdienen. Die sagen sich, hey, super, dass wir eine Chipkrise gehabt haben. Dadurch konnten wir weniger Autos verkaufen, aber viel mehr Geld verdienen. Also so muss es da ja vorgehen. Aber dass das alles schon die Vorankündigung einer Katastrophe ist, das sieht da noch keiner. Auch hier Tankstellen sterben. Total baut gerade sein komplettes Tankstellennetz um. Das ist die Vorankündigung des großen Tankstellensterbens. Die haben es gesehen. Von Esso, Shell und so weiter weiß ich es nicht. Aber bei Total wurde es gesehen. Und die haben reagiert, verkaufen teilweise ihre verschiedenen Netze in verschiedenen Ländern oder verkleinern oder behalten sie und machen noch andere Dinge dazu. Aber auf jeden Fall sehen sie das Problem lange im Voraus. Und das ist ja, ich sag das, bei dieses Exponentielle, das ist ja so ein liegender Hockeystick. Das heißt, es ist ganz flach am Anfang und dann geht es zurück, steil nach oben. Und diese Entwicklung, die kann man wirklich, da muss man sich eigentlich nur wie ich so eine Excel-Tabelle machen und dann sieht man das. Und ich habe den Eindruck, in den Vorstandsetagen der Autoproduzenten können die Excel nicht. Ja, das ist wirklich super simpel. Also das ist auch nochmal so ein Phänomen. Das gab's bei Corona genau das Gleiche. Da habe ich die ganze Zeit alle Zahlen verfolgt und mir eigens in eine Excel-Tabelle eingetragen. Ich habe zum einen gesehen, wie schnell die Entwicklung geht, aber zum anderen auch, wie nicht so schnell sie geht. Und dann gab's mal eine Woche, da haben alle, oder ich sag mal, drei verschiedene Presseveröffentlichungen geschrieben, nächste Woche laufen die Krankenhäuser über. Und da habe ich nochmal in die Tabelle geguckt und gesagt, nö, das wird nicht passieren, das ist viel später. Das ist totaler Quatsch. Einfach nur, weil die Leute nicht,
mit exponentiellen Funktionen umgehen können. Und das, die muss man ja noch gar nicht mal eintragen. Man muss ja einfach nur eintragen, okay, ich beobachte die Rate und die Rate. So, die Rate entwickelt sich so, also die Leute, die ins Krankenhaus eingeliefert werden, die Rate entwickelt sich so, dann sehe ich, okay, 10 Tage, wenn immer 10 Tage, nachdem die Infektionszahl hochgegangen ist, geht im gleichen Maße die Krankenhauseinlieferung hoch. Das ist super simpel. Das können die Leute aber nicht. Das ist wirklich, wirklich tragisch. Ja, und wenn wir das mal so hochrechnen, ich habe mir auch mal, das ist schon ein bisschen her, aber ich habe mir mal so eine Tabelle für Tesla und die Produktion gemacht, die ja mit 50% jährlich gesteigert wird. Und nach der Rechnung müssten sie dann vermutlich schon 2025 VW überholen, wenn VW dann vielleicht ja auch noch ein bisschen weiter schrumpft, was die Stückzahl angeht. Ja, dazu muss man auch noch Folgendes sagen, VW hat einen riesigen Klotz am Bein, den Tesla nicht am Bein hat. VW hat mehr als 100 Fabriken weltweit. Wie wollen die das denn hinbekommen? Das ist wirklich eine fast nicht schaffbare Aufgabe. Deswegen fand ich diese Idee des Trinity-Projektes, eine neue Fabrik zu bauen, um ein neues Fahrzeug zu bauen, dann hätten sie diese Möglichkeiten gehabt. Und dann könnten sie heute vielleicht sich ein Beispiel an Elon Musk nehmen und an Tesla. Und diese Haltung, ja, das ist ja nur einer von vielen und der kocht auch nur mit Wasser und das muss man ja nicht so machen. Ja, natürlich, das muss man alles gar nicht so machen. Aber man sollte überlegen, ob das, wie man selber hier macht, so richtig ist. Ein großer Teil der, wir kennen das alle, wenn wir ins Autohaus gehen und ein Auto kaufen wollen und dann wollen wir Sonderausstattung, dann geht der Preis so richtig nach oben. Und davon leben die. Das heißt, im letzten Teil der Linie, wo der ganze Kram, sage ich jetzt mal, eingebaut wird, da verdienen die Autofabriken oder die Autohersteller wahnsinnig viel Geld. Nur wenn man sich das ansieht, das ist ja ein Wahnsinnsaufwand. Der berühmte Porsche 911 habe ich in meinem Buch mal durchgerechnet. Da kann man Milliarden Kombinationen bestellen an, ist was drin, ist was nicht drin, welche Art von ist drin, ist es die Carbon-Sonderausstattung oder nicht oder die Silber oder hast du nicht gesehen, weiß nicht was. Unfasslich komplex, das kriegen die hin. Großes Lob. Aber nicht umsonst, sagt Tesla, machen wir nicht. Wenn wir überhaupt etwas machen, bauen wir den ganzen Scheiß ein und geben ihn, Entschuldigung, und geben ihn Stück für Stück per Software frei und verkaufen das. Ja, und selbst Punkt. Das machen sie ja fast nicht mehr eigentlich, ne? Also was zumindest die Hardware-Features angeht, das ist einfach voll ausgestattetes Auto. Und echt? Selbst nicht mehr Ja, selbst die Rücksitzheizung und die Lenkradheizung ist inzwischen schon aktiviert von vornherein. Ne? Haben Sie, ich hatte mal ein Model 3, das ich mir extra für das Buch übrigens gekauft habe, weil es billiger war, ein Model 3 zu kaufen und nach 3 Monaten wieder zu verkaufen, weil man keinen Verlust damit macht. Da konnte man mehr Beschleunigung dazu kaufen. Ja, das stimmt. Das gab's. Ja, das gibt's, glaube ich, noch. Aber ja, wahrscheinlich machen sie das auch nicht, weil es auch nur Aufwand ist. So, und jetzt sollte man sich das einfach mal angucken. Warum machen die das so? Was sparen die? Und da finde ich es problematisch zu sagen, also ich habe jetzt auch hier aus Porsche gehört, die haben jetzt die ganze Produktion digitalisiert, aber die haben nichts geändert. Die machen einfach weiter wie bisher und haben einfach nur alles digitalisiert. Da ist die Frage, ob es, was VW ja jetzt machen will, reicht nur, alle Fabriken umzustellen. Es ergibt sich halt durch die Elektromobilität, und das hat Elon Musk erkannt, eine irrsinnige Möglichkeit, da das Auto, früher hatten die ja fast alle Kardantunnel, dadurch kam die Art und Weise, also die Übertragung der Kraft vom Motor auf die Räder, das ging meistens, gab es im ganzen Auto einen Kardantunnel, der das an die jeweiligen Achse, die angetrieben werden sollte, übertragen hat. So, dadurch gab es überhaupt nicht die Möglichkeit, ein Auto in Einzelteilen zu bauen. Das ging nicht, weil das halt ein Gesamtkonstrukt war. Auch eben um das Getriebe. Also das ging alles nur mit diesem Kardantunnel. Ganz, ganz lange Zeit. So, und bei der Elektromobilität gibt's das ja alles nicht mehr. Ich habe 2 Achsen, an denen sitzt der Motor, lokal. Das heißt, ich habe kein Bauteil außer dem Kabelbaum, der sich wirklich durchs komplette Auto zieht, wenn ich das so fertige wie Tesla. Und das ist allein, das finde ich das Tolle bei Tesla, das ist ein philosophischer Gedanke. Moment, wir bauen ja heute anders Autos, die Elektromobilität
oder die Konstruktion eines Elektroautos ist ja anders als die eines Verbrenners, was man eben eher als Gesamtsystem sehen musste, auch zum Beispiel wegen den Gewichten. Wir erinnern noch an uns an die A-Klasse von Mercedes oder den Audi TT, die halt schlecht konstruiert waren. Da waren die Gewichte falsch verteilt und die Dinger sind umgekippt. So, das gibt's bei Elektroautos nicht mehr, das Problem, weil die einfach so ein schweres Akku im Boden haben. Die Ingenieure müssen sich überhaupt keine Gedanken mehr um das Thema machen, weil die einfach nur viel schwerer umkippen. So, also für die Fahrstabilität ist einfach schon mal über eigentlich kein Thema mehr. Man kann über das Fahrwerk diskutieren. Manche finden das ja vom Model Y ein wenig hart. Da kann man sicher drüber diskutieren, aber das macht alles nichts. Das sind alles Einzelteile. Und die haben überlegt, ja, wenn wir jetzt Einzelteile haben, dann lass uns die doch einzeln fertigen, weil das ist ein, und das hat man in jeder Autofabrik gesehen, ein furchtbares Gehässel, diese ganzen Teile in die fertige Karosserie irgendwie reinzufriemeln. Siehe Armaturenbrett, siehe Sitze und so weiter und so fort. Und diese Möglichkeit hat sich jetzt Tesla ja eröffnet, die anders zu bauen. Und da sollten die auch drüber nachdenken. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt, ich sag mal, wissen, dass das eben 50% der Kosten spart und wahnsinnig viel Fläche. Das muss man sehen. Das wird die größte Fabrik in Mexiko, die Tesla je gebaut hat. Ich glaube, die doppelte Größe von Texas. Korrigiere mich, wenn ich da falsch. Vom Grundstück her, ja, erstmal. Genau. Wie groß die Fabrik ist, das weiß man noch nicht. Allerdings war okay. auf dem 3D-Rendering, das sie da veröffentlicht haben, zu erkennen, dass es eigentlich zwei Riesengebäude sind, die dann vielleicht auch doppelt so groß sind oder zwei eben Gebäude, von die in Texas stehen. Ja, ja. Oder eben zwei davon, wie das eine, das in Texas steht. Und da muss man schon mal drüber nachdenken, wenn Sie da eben gerade gesagt haben, Sie sparen auch nochmal 40% beim Footprint ein von der Fläche einfach. Wenn sie dann da so ein Riesending hinstellen, ne? Deswegen, da hast du schon vollkommen recht. Diese Fabrik, die wird gigantisch. Da werden Millionen von Autos rauskommen. Ja. Und sie ist nicht für den amerikanischen Markt. Das hat Tesla eben auch gesagt. Ja. Das hast du ja auch schon kurz erwähnt. Und da bleibt eben halt noch der südamerikanische, wenn wir nicht nach Nordamerika verkaufen. Und das wird ein sehr spannendes Projekt. Ich bin auch. Es wird sehr krass. Also, man müsste sich das nochmal genau durchrechnen, aber wahrscheinlich werden sie in der Lage sein, dort 5 bis 10 Millionen Pkw zu bauen. Weil sie sind ja jetzt schon von der Fläche kleiner her als ein herkömmlicher Autohersteller. Alleine durch das Pressen der vorderen und hinteren Chassisteile, wo ja bei anderen Herstellern bis zu 300 Roboter die einzelnen Teile da zusammen, ich sag schon dengeln, aber die müssen sie halt löten, schweißen, nieten, alle möglichen Verfahren gibt's da. Und das sind riesenlange Linienwege, wo eben hunderte Roboter das Teil dann fertigen, und das geschieht bei Tesla in einer Presse. Rums. So, und dann ist das Ding fertig. Das alles wird nicht mehr gebraucht. Also jetzt sind sie schon halb so groß. Wenn sie nochmal halb so groß werden, dann haben sie noch 25% der Fläche. Und wahrscheinlich wird es noch extremer. Das heißt, sie können die nicht wie bisher die doppelte Menge an Fahrzeugen auf der gleichen Fläche produzieren, sondern die 4- bis 5-fache Menge an Fahrzeugen. Das sollte alle Alarmglocken schrillen lassen in den Vorstandsetagen der traditionellen Autohersteller, weil die führen ja dann die komplette Autoindustrie an der Nase herum. Wenn sie viele Autos produzieren, senken sie die Preise, und wenn sie wenig Autos produzieren, erhöhen sie die wieder. Die werden immer eine super Marge haben und können damit alle anderen Konkurrenten am Nasenring durch die Manege führen. Und das wird dann nicht mehr so lustig. Das ist wirklich eine tragische Entwicklung, und diese Entwicklung ist meiner Meinung nach, also spätestens als das Model Y auf den Markt kam und Tesla hat es innerhalb von wenigen Monaten geschafft, nach der Produktionshölle das Ding, das tatsächlich in den Griff zu kriegen, da hätten alle sagen müssen, okay, wir müssen ein Riesenabwerbeprogramm für Tesla-Ingenieure machen oder sonst was. Wir müssen da lernen, was die machen, und wir müssen auch das Mindset hinkriegen, weil dieses Mindset, ganz wichtig finde ich da den Elon Musk-Algorithmus, also dieses, wir lehnen uns mal zurück und gucken das Ganze mal aus Distanz an, mit der Haltung, wir machen alles falsch. Und wenn uns dann nichts Neues einfällt und wir keine Ideen haben, wie wir das verbessern können,
wie jetzt eben. Wir bauen erst die ganzen Teile zusammen und dann fügen wir sie zum Auto zusammen, wodurch eben die 50% gespart werden. Dann kommt der nächste Schritt und der nächste Schritt ist eine goldene Regel, spare ein Teil oder spare einen Prozessschritt ein. Und dann vereinfache die Fertigung, mache sie schneller und am Ende automatisiere. Das ist das Verfahren und es gibt für mich so ein ikonisches Bild. Vielleicht kann man das jetzt auf YouTube mal zeigen. Das ist das, der Vergleich zwischen dem Raptor Triebwerk Version 1 und dem Raptor Triebwerk Version 2. Das ist, also da kriege ich immer Gänsehaut. Das ist wirklich unglaublich. Elon Musk hat gesagt, ja, um das alte Raptor 1 hatten wir noch so einen Spaghetti-Weihnachtsbaum. Also sind ganz viele kleine Leitungen, die ja auch offensichtlich benötigt wurden, die sind weg. Und bei dem neuen Triebwerk, niemand weiß aus der Branche, wie sie es geschafft haben, gibt es nicht mal mehr eine Zündung. Das Triebwerk, und die müssen ja gezündet werden, das Triebwerk wird gezündet ohne Zündung. Niemand weiß, wie sie dieses Problem gelöst haben. Und da sollten allen mal die Knie schlottern, auch vor Elon Musk, weil es wird ja immer so gerne gesagt, ist ja keine Raketenwissenschaft. Ja, aber der Mann kann sie. Und der führt die Raketenwissenschaft in die Autoindustrie. Und eben alleine dieses Pressen des Chassis ist eine Materialwissenschaft. Das ist wirklich hohe, das ist Forschung und Entwicklung auf höchstem Niveau. Genauso wie das Exoskeleton vom Cybertruck. Das ist einfach Forschung und Entwicklung auf allerhöchstem Niveau. Da kommen die alle im Moment überhaupt nicht mit. Und sie denken auch nicht so. Das ist so ein bisschen das Problem. Oder FSD. Da habe ich letztlich mit dem Spiegelredakteur gesprochen, da hat er gesagt, ja, aber das funktioniert ja nicht ohne LiDAR, sagen alle Experten. Und dann habe ich gesagt, aber mir fehlten die Worte, es funktioniert ja, also die Dinger fahren ja, also man kann sich ja die Videos angucken, dass die Dinger fahren. Natürlich machen sie Fehler, aber viel weniger Fehler als Menschen. Und dann kommen so hanebüchene Argumente wie, ja, aber solange so eine Software Fehler macht, darf die nicht eingesetzt werden. Und dann sage ich, ja, aber dann nehmen wir ja tausende Tote in Kauf, nur weil es einen Toten bei der auch gibt. Ja, ja. Ist also manchen Leuten lieber, ja. Aber das erinnert mich an eine Diskussion. Ich habe früher mal für eine Fernsehsendung gearbeitet. Das ist einfach ein lustiges Beispiel. Da ging es um Stottern und eine Therapie, die das Stottern beheben konnte. Und da gab es dann halt einen, der hat früher gestottert und er sagte, ja, also das war echt toll, wie ich diese Therapie gemacht habe und jetzt muss ich halt überhaupt nicht stottern. Daraufhin die Antwort, das geht aber nicht. Ja, das ist einfach, das ist, da, weißt du, und da diskutieren wir darüber, ob Leute in die Zukunft sehen können und wissen, was exponentielles Wachstum ist und wie das funktioniert. Selbst wenn es ihnen vor Augen geführt wird, unübersehbar, gibt es Menschen, die sich komplett der Realität verweigern. Und das sehe ich im Moment so ein bisschen bei E-Fuels. Dass die FDP diese Verschwörungstheoretiker da genommen hat, um Gutachten zu machen, die sonst für Kampakt und so arbeiten. Also so das Eike-Umfeld, diese wirklichen ganz schlimmen Klimaleuten. Also das tut mir leid, wie kann man sowas machen? Das ist einfach, finde ich, komplettes politisches Versagen. Und so können wir nicht in die Zukunft. So kommen wir nicht in die Zukunft. Und diese Menschen oder diese Art, damit umzugehen, mit diesen Problemen, führt dazu, dass die Industrie hier in Deutschland ein Riesenproblem hat. Heute habe ich mit einem von Fridays for Future gesprochen und der meinte, ja, warum machen wir das denn nicht zu einer Initiative hier in Deutschland? Grüne Energie für grüne Industrie, für grüne Fortbewegung und machen das hier zu einem Vorreiterland. Wir hätten wahrscheinlich bald schon keinen Facharbeiter- und Arbeiterinnenmangel mehr, weil die Leute alle motiviert werden, was Neues mit anzupacken und nicht an diesem, wir wollen aber, dass es so ist wie bisher. Es wird nichts sein, so wie bisher. Im Gegenteil, wenn wir hier nicht vorwärts kommen, wird der Klimawandel ganz furchtbare Konsequenzen haben. Und da brauchen wir uns nicht über die paar Millionen Geflüchteten, die wir im Moment aufgenommen haben, aufregen. Es werden viel, 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 viel mehr, weil die an vielen Ecken und Enden der Welt einfach überhaupt nicht mehr leben können. Und wir sind dann dazu verpflichtet. Und da können wir noch so rumjammern, diese Menschen aufzunehmen aus humanitären Gründen, weil sie woanders sterben. Und und das betrifft uns ja auch so. In heißen Sommern sterben ja auch hier schon zehntausende Menschen, die sonst noch einige Jahre hätten weiterleben können. Aber trotzdem, es will keiner wahrhaben. Also das macht mich wirklich manchmal ein bisschen verzweifelt und ratlos. Das geht mir nicht anders.
Jetzt gibt es immer wieder ein Argument, das man auch hört aus dem E-Fuels-Lager sozusagen, die sich ja auch gerade über dieses Verbot aufregen. Ja, das ist immer, jemand nimmt uns was weg. Wir müssen hier schauen, dass uns niemand was verbietet. Ja, das ist auch so ein komischer, für mich vollkommen falsch geleiteter Freiheitsgedanke, der dann da immer so ein bisschen argumentiert wird. Und das Argument lautet dann immer, naja, also wenn die Elektroautos so toll sind und sich sowieso durchsetzen, wieso brauchen wir dann das Verbrennerverbot? Denn der setzt sich ja dann einfach die bessere Technologie durch. Gut, das ist wirklich eine Frage, weil ich bin davon überzeugt, dass es genauso passieren wird. Aber die Politik muss natürlich dafür sorgen, weil es geht ja hier nicht um Wirtschaft, sondern es geht um Umwelt und die Umwelt hat keinen Markt. Das passiert ja alles nur, weil auch die Politik schon entsprechende Weichen gestellt hat, dadurch, dass eben fossile Energie teurer wird und so weiter und so fort. Sonst würden wir wahrscheinlich weiter mit Verbrennern fahren. Und wir haben das Riesenglück und nicht umsonst heißt mein Buch Tesla oder wie Elon Musk die Elektromobilität revolutioniert. Ohne Tesla, wobei das nicht Elon Musks alleinige Verantwortung ist, J.B. Straubel, der Chefentwickler der Batterietechnologie, hat einen riesen Anteil daran und ist, wenn nicht, hauptverantwortlich für diese Veränderung. Aber das war der erste Hersteller, der es überhaupt gemacht hat. Ich bin ein Peugeot 106 Elektrik mal gefahren. Was für ein Müll. Also wie konnte man sowas überhaupt verkaufen mit Batterien, die einfach schon bei der ersten Verwendung kaputt gehen. Also nicht so schlimm, aber die haben einfach überhaupt nicht so lange gehalten wie Peugeot und Citroën, der hat ja den Saxo auch elektrisch verkauft, versprochen haben. So, ohne den wäre das alles nicht so. Und ja, es wird wahrscheinlich so kommen, aber die Politik hat trotzdem eine Mitverantwortung. Und nochmal, E-Fuels werden nicht verboten. Jeder darf E-Fuels verkaufen. Die Frage wird nur eben aus den wirtschaftlichen und den Vorteilen der Elektromobilität geschuldeten Entwicklungen, wo will man das denn dann kaufen? Dann wird es vielleicht noch 10 Tankstellen oder 5 Tankstellen in jeder Stadt geben. Dadurch werden die Preise tierisch hoch sein, weil das wird ja nur noch in homöopathischen Dosen verkauft werden und so weiter und so fort. Es macht deshalb auch keinen Sinn. Und wie gesagt, es geht um die Autos. Und das habe ich jetzt auf LinkedIn gelesen, sagte, ja, man müsste das mal aus anderer Perspektive sehen. Wir hätten Elektromobilität und jetzt will jemand die Verbrenner einführen. Genau das habe ich mal aufgedröselt in meinem Buch. Was passiert? Wir würden das nicht tun. Verbrenner verbrennen tatsächlich doch dann leichter und brennen leichter, außer vielleicht der Chevrolet Bolt, den sie einfach fehlkonstruiert haben, wo ja alle Batterien ausgetauscht werden mussten, weil sie brennen. Aber ansonsten, Verbrenner brennen leichter, weil sie halt brennende Flüssigkeiten an Bord haben. Und sie haben ohne Ende andere Nachteile, eben die vielen Teile, die komplexe Konstruktion, dadurch die hohen Kosten, die wir ja, wie wir sehen, jetzt bei der Elektromobilität nach unten gehen und so weiter und so fort. Und, oder ich finde immer wieder ein super Beispiel, wir fahren Autos, die so Rohre haben, wo Gift rauskommt, in der Höhe, wo Menschen sich bewegen, in Städten. Und wir haben ja dieses Problem mit Feinstaub und Stickoxiden, wodurch auch durch den Dieselskandal, ich habe es mal ausgerechnet, glaube ich, so rund 10.000 Menschen gestorben durch die Motoren, die einfach Gift ausstoßen, das sie nicht ausstoßen dürfen. Das ist alles, also das ist einfach eine vorsintflutliche Technologie. Und da gibt es doch, von wem war das nochmal, so einen wunderbaren Werbespot, wo alles mit Verbrennern betrieben wird. Also ein Handy hat einen Verbrennermotor hinten dran und überall raucht und stinkt es. Ja, das machen wir im Moment im Straßenverkehr. Überall raucht und stinkt es. Wer will denn sowas? Ja, das ist eine gute Frage. Für mich ist das immer... Also ich bin eigentlich der Überzeugung, dass sich da die Technologie auf jeden Fall ja schon durchgesetzt hat und dass es deswegen eigentlich das Verbrennerverbot nicht bräuchte. Ja, rein technologisch, glaube ich. Und einfach sobald sowas billiger ist, hat sich's durchgesetzt. Und das ist einfach jetzt heute schon der Fall. Und deswegen, glaube ich, kommt das ganz automatisch. Und dafür bräuchte man es tatsächlich nicht. Ich denke nur, dass es halt vielleicht so eine Signalwirkung dann doch für die Leute hat, die sich damit noch überhaupt nicht auseinandergesetzt haben und die halt dann zumindest hören, okay, die Politik verbietet es jetzt auch noch. Ja, das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, dass man den Verbraucherinnen und Verbrauchern, aber auch in den Vorstandsetagen klar macht, macht euch keine falschen Hoffnungen, Verbrenner wird es ab 2035 in Europa nicht mehr geben.
So, und dann ist die Hoffnung, dass sowas wie in Südamerika mit der mexikanischen Gigafactory, die dann den Markt dort überfluten wird, dass auch da dann vielleicht, weil die denken ja alle noch, sie könnten Verbrenner nach 2035 produzieren und verkaufen halt in andere Länder. Aber auch die, man darf nicht vergessen, auch der Klimawandel ist ein exponentielles, eine exponentielle Entwicklung. Niemand wird mehr Verbrenner verkaufen wollen, wenn die wissen, dass dadurch das noch heißer wird in Indien, China und so weiter und so fort. Da sind ja jetzt schon schreckliche Zustände, wo es teilweise Städte kein Wasser mehr haben und so weiter und so fort. Das vergessen wir immer hier. Und in China, dazu kommt noch, und das ist ja auch schlimm, und da sind wir wieder nochmal bei dem Tesla-Thema, in China verkaufen sich ja auch unsere Elektroautos gar nicht. Also das ist wirklich ein ganz großes Problem. Und wenn da nicht irgendwann mal jemand aufwacht, dann weiß ich es nicht. Ich bin alleine schon auch diese Idee, wir bauen Elektroautos ohne Ladenetz, oder dass sich die deutschen Autohersteller da nicht mal zusammengetan haben vorher und gesagt, wie können wir ein integriertes Ladenetz bauen wie Tesla, sodass das Ladenetz weiß, wo welche Fahrzeuge sind und die Fahrzeuge so steuert, dass sie an eine freie Ladesäule kommen. Was Tesla ja jetzt sehr beeindruckend auf dem Investor Day nochmal dargestellt hat. Und das können die deutschen Autohersteller nicht. Das heißt, ich bin da immer, wobei ich muss ehrlich sagen, ich bin überrascht, dass es doch noch funktioniert und dass man relativ selten Schlangen an Ladesäulen sieht auf der Autobahn. Aber wenn sie denn mal da sind, dann möchte ich in so einer Schlange nicht stehen, wo ich dann wahrscheinlich mindestens eine halbe Stunde noch warte, bis dann ich an fünfter Stelle da, keine Ahnung, so und so viele Autos durchgelaufen sind. Dann lade ich halt doppelt so lange. Und das finde ich halt auch wirklich eine nicht so schlaue Entscheidung. Oder ich weiß gar nicht, wer den Satz damals gesagt hat, wir bauen keine Tankstellen. Ja, war eine Fehlentscheidung. Ja, naja, auch hier öffnet ja Tesla sein Netzwerk und geht sogar auf andere Marken zu, indem sie dann eben eine extra Ladesäule neu schaffen, die ein längeres Kabel hat. Und naja, vielleicht fängt das ja dann auch einiges erstmal auf, ne? Ja, aber das gräbt ja auch am Erfolg der konventionellen Autohersteller, die jetzt Elektroautos bauen. Das ist ja die perfekte Werbemaßnahme, weil dann treffen die, siehe Mund-zu-Mund-Propaganda, ganz viele Tesla-Fahrerinnen und Fahrer, die ihnen erzählen, wie toll so ein Tesla ist. Ja, das ist absolut. Auch, und sie bezahlen ja auch mehr. Schön. Ja, genau, und sie bezahlen mehr. Heieiei, also und eigentlich ist alles absehbar gewesen. Das ist immer so, das ist eben alles absehbar gewesen. Und wie es jetzt bei den E-Fuels auch absehbar ist, ich vertrete die These, es wird außer in Pilotbetrieben nie eine funktionierende E-Fuel-Wirtschaft, selbst wenn die jetzt erlaubt werden, für Pkw mit Verbrennermotor geben, weil sich das einfach nicht lohnt. Im Gegenteil, das wird immer weniger. Man wird normales Erdöl verwenden, weil das einfach da ist und viel billiger ist. Und das wird man dann halt noch fünf, sechs, sieben Jahre nach 2035 verwenden. Und dann geht das aber auch noch schneller, weil was willst du mit einer Autoflotte von 2 Millionen Fahrzeugen? Warum willst du dann Tankstellen? Da wird es kein Tankstellennetz mehr geben. Wo soll ich dann Verbrenner, wo soll ich dann Treibstoffe kaufen? Ja. Ja, ich glaube, ich habe sogar vor 3-4 Wochen war das ungefähr, da gab es mal eine Aussage von einem C-Level bei Porsche sogar, der gesagt hat, naja, oder es war, glaube ich, eine Dame, die gesagt hat, der Spritpreis für E-Fuels, der wird einfach so dermaßen teuer sein und auch immer teuer sein, dass wir hier eben dann ganz massive Subventionen bräuchten, um den Preis von halt, weiß ich nicht, 3-4 Euro pro Liter eben auf irgendwas Vernünftiges runterzubekommen. Und das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Und ja, auch absolut. Wieder interessant, dass da auch dann jemand wie Porsche das eigentlich natürlich genau weiß. Und ja, das ist ja eigentlich, die wissen das ja. Also es ist, ich glaube, sie tatsächlich, einige wissen es und formulieren es auch. Und einige meiner Meinung nach wissen es und formulieren es lieber nicht, wollen es nicht wahrhaben. Und einige wollen es halt so stark nicht wahrhaben, dass sie es abstreiten und leugnen. Und das ist für diese Unternehmen ein großes Problem. Ja, in dem Sinne ist eigentlich das Ganze relativ eindeutig, würde ich sagen. Und die Frage ist, wie es weitergeht.
Wie läuft das genau mit eurer Petition oder mit deiner Petition, an der du arbeitest? Wann steht hier eigentlich die Entscheidung richtig gehend an? Also Also wir werden politisch. wahrscheinlich, also die Entscheidung, das ist ja ein fließender Prozess. Die EU wollte jetzt abstimmen. Normalerweise wäre die Entscheidung ja schon längst gefallen. Das ist sie nicht. Und es gibt halt Diskussionen. Und die Bundesregierung, angeführt durch das Verkehrsministerium und die FDP im Moment, die sagt, wir stimmen echt diesem ganzen Paket erst zu, wenn es eine Lösung für E-Fuels gibt. Und so lange wird sich das hinziehen. Ja, und das kann sich noch eine Weile hinziehen. Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass das sozusagen zum Teil auch die Gefahr besteht, dass man dann wieder Neuwahlen hat, auch wenn man sich mal das auf europäischer Ebene ansieht und dass das eben auch so zu so einer Verschleppung dann führt, die vielleicht auch sogar gewollt ist einfach, ne? Dass es da eben dann länger keine Entscheidung Das dann ist das Tragische, gibt. Dass es die Entscheidung noch weiter nach hinten schiebt. Trotzdem muss man einfach sehen, auch unabhängig von allem, man kann die Zahlen auch mit verschiedenen Wachstumsquoten durchrechnen. Der Fakt des exponentiellen Wachstums wird einfach zu einem schnellen Ende führen, eben auch unabhängig von dieser politischen Entscheidung. Er wird nur die Vorstände von großen Automobilherstellern im Irrglauben lassen, dass sie damit in Zukunft noch Geld verdienen könnten. Aber wer will ein Auto kaufen, für das es keine Möglichkeit gibt, den Treibstoff zu kaufen, weil es keine Tankstellen mehr gibt? Und dieser Effekt, der findet, wie gesagt, jetzt schon statt. Total als Beispiel zieht da gerade die Reißleine. Und ja, also manchmal kann ich wirklich nur, bedauere ich diese Menschen, die einen absolut mangelnden Weitblick haben und vor allen Dingen, wenn sie dann in verantwortlichen Positionen sind, das ist ein bisschen tragisch, weil es ist eigentlich nur tragisch. Ja, weil es eben auch die ganze Masse der Menschen mit beeinflusst, diese Aussagen. Und das ist eben auch ein großes Problem, das ich dabei sehe, wenn da eben der Wandel dann in den Köpfen auch nochmal verlangsamt wird. Ja, das ist wirklich das Hauptproblem, wie gesagt, auch die Berichterstattung teilweise eben von Journalistinnen und Journalisten, dann begleitet durch solche komischen Aktionen mit den E-Fuels und so weiter. Das ist eher so, das ist ein bisschen, das muss man sagen, das ist ja nur ein bisschen hemmend, weil wir wissen, es läuft exponentiell. Das wird es nicht stark einschränken. Also selbst ein exponentielles Wachstum, was 10% eingeschränkt ist, das ist keine große Einschränkung. Das ist am Ende eben, sind es nachher nur Monate oder so, weil es ja immer schneller geht und immer schneller geht. Und da spielt das einfach keine Rolle. In dem Moment, wo ein Wachstum exponentiell ist, ist es nicht mehr aufzuhalten. Und das wird in den 2030er Jahren passieren. So oder so. Mit und ohne Gesetz und mit und ohne E-Fuels wird das passieren. Da würde ich drauf wetten. Ja. Die Frage ist nur, wann genau. Ich denke, es wird vielleicht sogar noch einen Tacken schneller gehen. Es kann eben schneller gehen, ja, absolut. Weil wir da dürfen nicht vergessen, ich gucke noch mal in meine Tabelle, jedes Jahr verdoppelt sich der Anteil der Elektroautos. Und da sind wir schon bei riesigen Zahlen, hier bei 10 Millionen Elektroautos 2029. Also irgendwann wird es schwierig, diese ganzen Zahlen auszurechnen, weil dann übersteigt die Steigerung überhaupt das Mögliche, was es gibt. Und da muss man einfach sehen, aber so oder so, es wird sehr schnell passieren. Es wird einfach sehr schnell passieren. Und und wer daran vielleicht noch Zweifel hat, der kann sich auch gerne mal Norwegen anschauen als Beispiel. Denn die sind inzwischen schon fast bei den 100% angelangt, was die Elektromobilität angeht. Und da braucht man sich ja nur die letzten Jahre anschauen, wie sich das entwickelt hat. Dann hat man eine ganz gute Vorlage, wie das dann eben auch in anderen Ländern passiert. Absolut. Wer will da noch eine Tankstelle betreiben? Das ist ja so, als wollte ich in der Wüste Sand verkaufen. Das wird nicht funktionieren. Oder im Meer Wasser. Keiner kann es gebrauchen. Es ist einfach unnötig. Also letztlich im umgekehrten Sinn. Man braucht es nicht.
Es, und deswegen derjenige, der sagt, boah, ich mache oder Eisschränke in der im Links, es ist, das macht keinen Sinn. Und das ist so ein bisschen die fehlende Denke. Und vielleicht sollte man die alle mal nach Norwegen schicken. Dann wissen sie, wie es hier schon sehr bald aussieht. Und das auch, ich glaube, in Norwegen gibt es kein Verbot, oder? Gab es ein Verbot von Verbrennern? Nee, nicht, dass ich wüsste. Nee. Es ist einfach nur viel günstiger. Ja. Ja, absolut. Lieber Christoph, vielen Dank für das Gespräch. Das war echt interessant, auch mit dir darüber zu sprechen. Christoph, wir werden natürlich den Link auf die Petition zur Verfügung stellen, sobald sie online ist. Findet ihr höchstwahrscheinlich unten in den Shownotes. Auf jeden Fall könnt ihr das da nochmal nachschauen. Und ich wünsche viel Glück damit, denn es wäre schon richtig fatal, wenn hier auch das vollkommen falsche Signal aus Deutschland in die Welt rausgeht, was ja schon allein durch die Diskussion eigentlich gerade passiert. Und deswegen ist das wirklich wichtig, was ihr da macht. Und ich wünsche damit viel Glück. Super, danke. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, David. Danke dir. Falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, dann schaut mal bei Shop for Tesla rein. Hier gibt es nachhaltiges Zubehör. Ihr bekommt 5% Rabatt auf jetzt alle Produkte und ihr unterstützt damit auch weiter den Kanal. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club in der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Produziert wurde die Sendung von DF Media Creations.